Hey, ich bin's, Tim. Oder soll ich lieber sagen, hey Jungs, wie geht's? Was mache ich dann aber falsch? Ich spreche nur eine bestimmte Gruppe an, das männliche Geschlecht. Was aber ist mit den Mädchen und Schülerinnen, die mir zuhören? Dürfen sie nur daneben sitzen und zuhören, während ich mich mit Männern unterhalte? Allein durch meine Anrede könnte ich nämlich sexistische Sprache gebrauchen. Und ist es nicht schlimm, wenn wir bestimmte Gruppen benachteiligen, ohne dass diese etwas daran ändern könnten? Mit Sprache haben wir Macht. Mit Sprache können wir andere als unterlegen oder überlegen definieren. Wir können durch Sprache Gruppen abwerten und beleidigen. Sexistische Sprache ist dabei eine sprachliche Diskriminierung aufgrund des Geschlechts. Das muss nicht heißen, dass es keinen weiblichen Sexismus gibt. Theoretisch können. Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com. Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus. Auf www.sofatutor.com